Hallo und willkommen zu einer Folge Andy Samba. So, beim letzten Mal hatten wir noch Level Up und ich habe mir jetzt so kurz überlegt, dass ich glaube ich die Punkte wieder rausnehmen werde. Aus den Schergen drin, weil ganz ehrlich, jetzt wo ich letztes Mal rausgefunden habe, dass ich auch bei verschiedenen Runen die trotzdem zusammenzählen, dass ich halt immer nur einen von diesen komischen Rittern da noch für den Abgründlingen immer beschwören kann. Ey, wie fühl ich die denn auch nicht so? Weil ich kann, hab, den Master habe ich dann irgendwie nicht. Weil ich glaube, wenn man die hochskillt, die Runen an sich, kann man da ja später wahrscheinlich noch mehr von haben dann. Aber ihr wisst ja, auch allgemein kommen die mir jetzt nicht so stark vor. Weil sie sagen, na, ist ja anscheinend, dass sie, ich weiß nicht, ob ich das immer rückgängig machen kann oder ob mich das ab einem gewissen Punkt was kostet, so gesehen. Aber ich glaube, ich würde erstmal dann doch nicht hier reingehen, sondern hier einfach in das Elementare reingehen. Dass ich ja, keine Ahnung, dann eher so den Weg des Elementarmagiers einschlag, sag ich mal so, von dem Ding her. Ey, wie fühle ich diese Dinger da nicht so wirklich hier mit den Abgrundlingen? So sehen. Na, gehen wir erstmal weiter. So, dann muss ich dann trotzdem erstmal genau beschwören. Dabei haben kann ich ihn ja trotzdem erstmal. Weil er zieht ja wahrscheinlich auch teilweise Aggro so ein Zeug und so. Dafür ist er wahrscheinlich auch nicht so schlecht. Einmal ist selber lieber ein bisschen mehr Damage. Ich will nicht laufen, ich will angreifen, mein Gott. Jetzt eh nicht weiter. Das verzögert einsetzen. Das ist immer das Ding, wenn ich gerade angreife mit einer komischen Attacke mache und ich drücke dann irgendwo rauf, dann kommt das danach noch und wenn ich meine Maus dann halt woanders hinbewegt habe, setzt das immer woanders hin. Das ist ein bisschen ärgerlich auf jeden Fall. Ich muss sagen, das Gift-Ding ist jetzt irgendwie auch nicht so geil, ne? Also auch gegen normal, man sagt mal, wie gesagt, gegen so Boss-Gegner, die so ein bisschen so auf einem Fleck stehen bleiben. Ist das ja vielleicht ganz gut, ne? Aber gegen normale Gegner, so die momentan platzen die eh auf und wenn die sich dann noch bewegen oder einfach weglaufen, dann weiß ich irgendwie nicht, wie effizient das ist. Also momentan ist echt unser Standardangriff so mit Abstand das beste Teil, ne? Lewin has lost. Seeing how many hours have passed, I figured that to be the case. He always has been directionally challenged. I told him to leave with me, but he insisted on being stubborn. He's making me do double the work. Him and his stupid pride. I guess it's a good thing nothing worse happened. To be honest, I was getting a bit worried. Anyway, thank you, Rune Hunter. Kein Problem. Ich glaube gut, dass er jetzt die Nebenquest nur noch aus Bestand mit den beiden Leuten einmal zu reden. Aber der Typ oben, der sagt, ich habe mich verlaufen, ich habe keinen Orientierungssinn. Der Typ jetzt hier, der sagt, alles klar, danke. Marke. So, was ist du von mir? Hey, you, Rune Hunter, can you help me out? I hurt my back while fighting with the Terror. Of all places, it just had to be my back. The pain is just getting stronger, and there's nothing I can do about it by myself. I have the medicine here. Just think of it as a good deed for the day and help me out. Please, my back feels like it's burning. I can finally relax. If you hadn't come along, I would have been suffering alone. I know it's a bit sudden, but back when you were helping me, I had a realization that someone that I could trust my back to is called a friend. When I think about it, while coming this far, I don't think I've ever been someone who could trust or be trusted by anyone. I'm not sure if any of that makes any sense, but anyway, I said it because I wanted to express my feelings. Thanks to you, I was able to survive. I hope that I can help you in the future, something like that. Oh, eine tolle Nebenquest.
unsere Hauptquest weiter. Soll ich da schon irgendwas töten oder so, schätze ich mal? Irgendwas war da auf jeden Fall. Ich glaube, eine Pflanze oder so. Die. Auf jeden Fall ein gelber Liter-Gegner oder so gewesen, glaube ich. Naja. Ich muss aber neue Nebenquests bekommen. Eben jetzt dafür laufen, jetzt hier schon bis zum Ende durch oder was, ey? Okay, wir haben noch wieder zurück. Wahrscheinlich, wenn wir den besiegt haben, können wir einfach erstmal wieder zurückkehren oder so und den Typen um Bescheid sagen, ne? Natürlich haben wir ihn. Der Typ hier eigentlich gestorben, sehe ich gerade. Guck mal wieder her. Gehen verwalten, freigeschaltet, schön. Will ich noch nicht. Oh, wir haben den nächsten Punkt ja schon freigeschaltet, sehe ich gerade, lol. Haben wir den gerade durch den Level-Up freigeschaltet? Oder wann haben wir den freigeschaltet? Ich habe gerade mitbekommen, oder nee, dann müssen wir ja, wenn wir die Punkte eingesetzt haben, ist mir gleich aufgefallen eben. Was haben wir denn so für Punkte hier von Dings her? Getränke, GP, Mana. Okay, ja, Getränkezeug. Hier haben wir nochmal elementarer Schaden, physischer Schaden, Nachkampfschaden. Oder wäre aber ganz ehrlich, bevor ich jetzt hier in den Elementarschaden oder sowas reingehe. Aber es wäre eigentlich eh nur das Ding hier unten, wenn dann. Das ist auch wieder ein Nachkampfschaden. Warum hat der Nachkampfschaden? Warum ist das hinten nochmal Nachkampfschaden? Warte, schnell, warte. 20% Mana. Das heißt, das. Hä, mindern? Mana kosten. Oder was? Ich bin ja nicht mein Mana um 20%, das heißt, ich habe mal 20% weniger Mana, oder bin ich doof? Naja. Hä? Achso, ja, und hier haben wir Mana, Geschossschaden, GP, Geschossschaden, physischer Schaden. Ist auch irgendwie alles. Also, das ist auch Elementarschaden hier unten dann. Okay, das heißt, wir haben hier einmal Elementarschaden, wir haben hier so einen minimalen Elementarschaden, wir haben Tränke und wir haben. Wo geht denn das hier los? In dieser Ecke einmal, ne? Und die haben wir auch mal wieder für Schergen was. Der hört jetzt alles bei irgendwie jetzt alles nicht so, wo man denkt, ja, yeah, geil. Also wie gesagt, gerade für Elementarschaden kann ich jetzt lieber da weitergehen, wo wir gerade drin sind. Klar, Elementarschaden ist natürlich sehr allgemein, hier bin ich jetzt selber Blitzschaden drin so gesehen. Aber das ist ja auch das, was ich hier gerne einsetzen will. Ich hoffe, wir kriegen noch mehr Blitzzauber demnächst irgendwann mal. Wahrscheinlich in der ersten Akt 3 logischerweise, ne? Wir hatten jetzt hier Gift und was war das andere? Feuer hatten wir hier, ne? Recht viel. Oder war es Frost? Nee, Frost war das, ne? Die drei Zauber da. Deswegen hoffe ich einfach mal, dass wir im nächsten Akt dann da irgendwie vielleicht Blitzfähigkeiten bekommen. Weil ich könnte mir so überlegen, die eine Frostfähigkeit dazu kaufen mit der komischen Eisbarriere, die ich vor mir platzieren kann. Jetzt, wo wir eh wieder Platz haben. So gesehen. Erstmal Richtung Hauptquest. Ist hier ein Typ, den ich besiegen soll? Besiegt. Ja, man soll noch weiter im Kerker runterreisen, alles klar. Startet bei jetzt mal relativ viel. Typ, alles lohnen, dankeschön. So, da hab ich gerade One-Shot den Typen. Ich muss schon einen Goblin da, einen Schatzgoblin oder so, nenn ich mal. Oh, gut. Wir haben ein großes Problem, ein huge one. Just beyond this is the room of Taramol, Echidina. Ahem, I did not run away because I was weak. I ran so that I could share this important information with many rune hunters. Someone will have to defeat Echidina. I wonder who will be the glorious hero to do so. I'm really curious. If you happen to run into other rune hunters, let them know that Echidina is here.
Okay. Aber so. Schön, euch schon mal zwei Stück. So. Mal einen Buff hier einmal an. Geil, also hat mein Buff 30 Sekunden angemacht, wenn der Gegner gerade unter Erde ist. Gut. Da wird mal stimmt stehen hier. Wenn man Tote mehr stehen hat, kann ich bestimmt so eine Stehbleibe wegtanken, wenn er mich angreift. Na, da war er gestorben. Oh, der hat wieder Full Life, wenn ich auf der Hälfte war, gerade war fast tot. Der wäre kriegt Full Life, wenn ich durch den Portal gehe. So zu wissen. I'm the one that told you that Echidna was here, so it's invalid. Invalid. Alles klar. Dann können wir noch mal was da oben von uns wieder an. Hat die auch Teleport? Also der Teleport ist irgendwie echt nicht so geil, ey. Hat er gesagt, wenn da mal irgendein so ein Effekt von irgendeinem Boss auftaucht, der was ist hier, wo so ein Bereich um mich herum bombardiert, werde ich mich da schnell rausporten. Okay, aber ansonsten, um schnell voranzukommen, ist das Ding jetzt nicht unbedingt gut gedacht. Ich finde es irgendwie schade, dass das so aufgebaut ist, dass ich mit Steuerung quasi hin und her wechsle. Jetzt irgendwie, warum sind es nicht einfach zwei Reihenfähigkeiten und dann habe ich halt QWER und ASDF oder so als Fähigkeit. Das ist irgendwie besser gefunden, als ich muss ich mit Steuerung und hin und her wechseln, weil ich werde jetzt schon eher mal, wenn ich da durcheinander komme und werde ich in der falschen Reihe drin sein und dann setze ich die ganze Zeit irgendwelche falschen Fähigkeiten ein oder so. Also, wie gesagt, das haben wir eh nicht viel. Das kann ich mir am Anfang des Kampfes mal einmal den hier beschwören, den Typen. Das ist dann Buff einmal ein, dann bin ich ja eh noch in dem Bereich, dann habe ich erstmal 30 Sekunden Cooldown hier auf dem Spell. Aber wenn ich echt erstmal ein paar mehr Fähigkeiten habe, die auch ein bisschen kürzeren Cooldown haben, dann werde ich da auf jeden Fall irgendwann mal durcheinander kommen. Noch irgendwas. Im Gift. Das kriegt man dabei wie auch gefühlt gar keinen Damage, weil wenn man so sieht, irgendwie. Bei wie viel Schaden macht das? Kann ich draufklicken und das reicht irgendwie runterscrollen? Muss jetzt echt immer mal in Fähigkeitenmenü für reingehen. Ey, ihr macht das Gefühl gar kein Damage als Zeug, ey. Weil wir machen Giftschaden über Zeit, 31. Okay, warte mal, ist die Frage, mache ich jetzt 31 mal 7 Damage? Wahrscheinlich, oder? Du machst nicht 31 Schaden über die 7 Sekunden, oder? Okay, sagen wir mal, wir machen 210 Damage, ne? 31 mal 7, also 30 mal 7, 210 Damage. Wie viel Schaden macht mein Standardangriff? 67 nur angeblich. Nee. Dann kann das nicht, dann macht es Sinn, da sind das doch 31 Schaden. Weil ich meine, ich one-shotte die teilweise oder two-shotte die, und der Giftschaden macht auf jeden Fall viel weniger. Der macht damit echt nur 31 Schaden oder so gefühlt. Also, wie ist das echt? Klar, dass es einfach noch so ein Dot, der ist, aber irgendwie. Der lohnt sich das auch noch gegen Bosse. Zumindest momentan, ist er, werden die normalen Gegner wahrscheinlich auch stärker sein, als ich sie nicht one-shotte. Aber momentan lohnt sich das gefühlt einfach. Gegen alle Normalviecher nichts einzusetzen, außer mein Standardangriff. It hurts. I'm not afraid of dying. It's just what scares me is that there will be no one to remember me if I die like this. To not be remembered by anyone. I can't die. I can't die like this. As a fellow rune hunter, will you please remember my name? My name is Ethel. Unvergessen. Also, ja. Meine Quest war es, mit den Typen zu reden. Coole Quest auf jeden Fall. So, und das ist alles aufgedeckt. Das heißt, wir können es auch auf der Karte wieder unsere Belohnung hier einsammeln. Dafür ausstellen. Ah, habe ich gerade für beides gleich eingesammelt? Okay, auch gut, haben wir für beides eingesammelt schon. Dann laufen wir da oben mal weiter.
I never thought I'd be so happy to see a rune hunter. Lend me a hand. There's this pagan named Soselin inside, and he's been killing all the prison guards on sight. At this rate, all of us are going to end up dead. Please stop him. I'm begging you. Alles klar. Machen wir den mal fertig. Das wird so ein extra Raum dann sein, ne? Wahrscheinlich. Oder steht aber als einfach rum als normaler Türgegner, ist halt die Frage. Ich schätze, als würde er einfach hier rumstehen jetzt, ne? Einfach nur normale Türgegner. Und tot. Ey, loote mal. Da bin ich voll? Warum loote ich gerade hier nicht? Doch, da war nur zu langsam, ne? Ich hab da gewundert, ey. Thank you, Rune Hunter. We were helpless with both the Terrors and the Pagans attacking us. For some reason, the number of Pagans has been growing out of control down here. We're gonna need reinforcement to control this situation. Please report our situation back to command. Okay, vorher suchen wir aber hier irgendwo die Wegmarke in dem Bereich. Oder es gibt's ja keine. Also, erstmal erkunden wir das Ding auf 100%. Hier unten ist auch gar nichts mehr in der Ecke. Oh, kommt hier oben ist noch irgendwo. Vielleicht ist es auch nur so ein fähiger Raum, wie ich den hier gerade sehe. Ja, wo irgendwo muss ja von hier noch weitergehen, irgendwann in den nächsten Bereich. Das muss auf jeden Fall noch irgendwo so ein Tor sein. Da ist der Wegpunkt. Da wäre der Eingang zum nächsten Bereich. Der ist logischerweise noch gesperrt. Wäre auch nicht. Ja, immer ist die Hütte. Warte mal, da geht's auch wieder zurück. E1. Das ist nicht E1 gewesen. Hä? Wieso? Warte mal. Wie bin ich denn jetzt an der Kehretage E2 und komme dann zu E1 zurück, wenn ich weitergehe? Man ist auf jeden Fall gesperrt, aber macht der Weg auch keinen Sinn. Müsste ich jetzt nicht E1 sein und wenn ich weitergehe, bin ich in E2. So vom Ding her. Ein Tupi irgendwo rum. Oh, das Gott, da ist mit. Ja, ist einmal looten, looten, looten. Ohne tot. Dann kämen wir mal zurück. Und der Stadtenbericht. Ich glaube, uns denn? Er hat uns vorher nicht geglaubt, dass die Heiden irgendwelche Zeugs machen. Jetzt muss er uns ja glauben. Pagans underground? So everything you said was true. That doesn't make me feel any better about this. It'll be difficult to provide backup. We already have our hands full with the Terrors. I'm sorry, but I need you to handle this. If you're heading to Bellatus, I don't think you have much of a choice. Okay. Also nochmal mit ihm. Okay, jetzt reden wir wahrscheinlich nochmal mit ihm. Ah ne, jetzt müssen wir aber weiter. Nee, warte, wo ist die Hauptquest? Ist die Hauptquest hier irgendwo? Hä? Ich hab sie gerade hier noch. Ah, doch, da, Leute, ich hab's. Fettes Ausrufezeichen, ich seh's nicht. Aber warum leuchtet hier noch? Achso, das ist jetzt die Blume, was blinkt da noch auf? Okay, wir sollen dann wieder in Kerker E1 reisen, wo wir eben gerade schon vorstanden. Machen wir das aber morgen. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.